Entschuldigung, eine Frage. Wer hätte denn Ihrer Meinung nach dieses Jahr den Oscar verdient? Na, Alfred Hitchcock natürlich. Haben Sie seinen Film Psycho gesehen? Großartig. Ja, gut, aber Hitchcock ist ja nun schon lange tot. Was? Oh Gott, das muss ich meiner Mutter erzählen. Mutter! Mutter! Mr. Hitchcock ist tot! Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Bastian Pastewka. Und Markus Maria Profitlich. Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Dieter Thomas Heck kann keine Schlager mehr hören. Durchgezecht Gerhard Schröder hat einen dicken Schädel. Und herzlich willkommen, Chemnitzer Thermalbad begrüßt neue Mitarbeiter. Das Top-Thema der Woche ist natürlich die Oscar-Verleihung am Sonntag. Damit Sie gut für die Vergabe der Academy Awards gerüstet sind, werden wir Sie in dieser Woche schon ausführlich über alle Stars, alle Filme und das Wichtigste rund um den Oscar informieren. Das Wichtigste rund ums Kino, das sind nach wie vor die Grünanlagen zum Weiterknutschen. Gleich zu Beginn zeigen wir Ihnen, was dem Mann auf der Straße zum Thema Kino einfällt. Entschuldigung, wir machen eine Umfrage zum Thema Kino. Sehen Sie gerne Filme? Ja, das ist richtig. Ich muss sogar sagen, ich bin begeistert, dass Cineast. Allerdings schaue ich mir die Filme nicht im Kino an, sondern zu Hause. Auf Video wahrscheinlich, oder? Ja, auf Video nicht. Das ist mir zu neumodisch. Schauen Sie mal hier. Hier habe ich einen absoluten Klassiker der Frühzeit der Filmgeschichte. Oh, kenne ich davon früher. Toll, ein Daumenkino. Ist ein tolles Hobby. Ja, und jetzt habe ich mir was Neues besorgt. Alle James-Bond-Filme im Original mit Untertiteln. Schauen Sie mal hier. Was war der letzte Film, den Sie gesehen haben? Der letzte Film. Die stehen drin. Sie stehen drin. Ich glaube, den kenne ich. Mit wem war der nochmal? Da sind Sie schwer vom Begriff. Sie stehen drin. Im Ölfilm. Ich? Ja. Entschuldigung, Stichwort Kino. Sie sind ja ein Star Trek-Fan. Haben Sie alle Filme gesehen? Sehr hoher Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre. Oh, Sie scheinen Ihre Rolle aber sehr zu leben. Keine intelligenten Lebensformen vorhanden. Das können Sie es ja lassen mit dem Kinderspielzeug hier, oder? Das können Sie sein lassen. Notfall, eine Person hoch, Baby, ich werde angegriffen. Lassen Sie den Quatsch doch. Entschuldigung, wir machen eine Umfrage zum Thema Film und ich würde ja, von Ihnen... Ja, ich weiß. Ja, woher wissen Sie das denn? Das steht hier im Drehbuch. Stimmt, das ist ja ein Ding. Und was passiert jetzt? Ja, eigentlich nichts mehr. Der Film ist nämlich jetzt zu Ende. Ja, dann zurück zur Wochenshow. Im vergangenen Jahr sorgten zahlreiche Filme für Begeisterungsstürme unter den Zuschauern. Nur von dem neuesten Bruce Willis-Streifen zeigten sich viele Kinobesucher enttäuscht. Schließlich gab es in Der sechste Sinn keinen einzigen Verkehrshinweis. Was uns die großen Filmstudios in den nächsten Wochen und Monaten präsentieren werden, das sehen Sie jetzt in unserer Filmvorschau. Hollywood. In den Universal Studios wird an einer Fortsetzung des Kriegsfilms Soldat James Ryan mit Tom Hanks gearbeitet. Der Hauptdarsteller ist aber noch nicht so recht in Form. Los Angeles. Episode 2 der Star Wars Trilogie verschlingt immense Summen, sodass Regisseur George Lucas diesmal nur noch über ein sehr geringes Budget verfügt. Das macht sich besonders bei der Auswahl der Darsteller bemerkbar. Berlin. Helmut Kohl treibt die letzten verschwundenen Gelder aus der CDU-Spendenaffäre wieder auf. Er begibt sich vor die Kamera und spielt sich selbst in Das Schweigen des Hammels. Nochmals Los Angeles. Nach dem großen Serienerfolg kommt Baywatch nun auch als Film in die Kinos. Neben Busenwunder Pamela Anderson wird die nicht weniger prächtige Veronica Ferris agieren. Neben den
Prestige-Kategorien. Bester Regisseur, bester Schauspieler und beste Schauspielerin gibt es bei der Oscarverleihung auch immer kleinere Kategorien, denen man weniger Beachtung schenkt. Die meisten Männer jedoch sind sich einig. Der Preis für die beste Ausstattung gebührt eindeutig Pamela Anderson. Auch wir von der Wochenshow haben noch eine ganz heiße Nominierung nachzutragen. Nominiert für den Oscar ist Angela Merkel. Frau Merkel wird nominiert für das beste Kostüm in der Film The Pink Panther, für die beste Nebenrolle in Angela und der dicke König. Und ein Ehren-Oscar geht an Angela Merkel für die beste Maske. Herzlichen Glückwunsch. Zehn bis 20.000 sogenannte Computer-Inder sollen demnächst unsere Softwareindustrie auf Vordermann bringen. Deutsche Spitzenkräfte spezialisieren sich lieber auf Hardware, wie zum Beispiel Betonköpfe. Aber auch in der deutschen Filmindustrie steht es nicht zum Besten, während Indien nach den USA das Land mit der zweitgrößten Filmproduktion der Welt ist. Es lag also nahe, eine Anzahl Kino-Inder als Retter zu engagieren. Und einer von ihnen ist heute Abend bei uns zu Gast. Begrüßen Sie mit mir Mavekta Gandhi. Namaste. Alter, sehr schön, dass Sie als Kino-Inder hier sind. Sie sollen also dafür sorgen, dass bald wieder ein Oscar nach Deutschland geht. Bringen Sie denn überhaupt genug Erfahrung mit? Oh ja, sehr viel. Zum Spaß, ich habe einmal ganz Leipzig damit erfahren. Bitte womit? Ja, mit Oscar, he's Trubby. Ein ziemlich fauler Witz, muss ich sagen, ja. Faul, ja, ja, sehr faul. Aber behaglich, man muss genießen in Ruhe. Gut, aber ich wollte doch jetzt auf Ihre Qualifikation als Filmexperte zu sprechen kommen. Sie haben ja selbst in Indien schon Filme gedreht, aber soweit ich weiß, noch nie einen Oscar bekommen. Oh, doch, ich habe gewonnen. Einen indischen Oscar, ja, ja, ja. Hier, ich habe mitgebracht, heißt Christo ab und zu mal. Ich habe bekommen diesen Oscar für besten Film. Aha. Für beste Regie. Für beste Kamera. Und für bestes Drehheft. Drehheft, Sie meinen Drehbuch? Ich bemerke, Sie keinen indischen Film nicht. Ich erkläre. In 2 Stunden Film alles passiert 10 Mal. Und nur einmal mal schreibt auf, da reicht Heft, ökonomisch. Ja, 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 gut, gut, gut. Schon, aber das klingt im Hinblick auf den deutschen Film nicht gerade vielversprechend. Ich verspreche sehr, sehr viel. Nächstes Jahr ein deutscher Film wird gewinnen diesen Preis. Kriegst du ab und zu mal. Ich gebe mein Ehrenwort. Ehrenwort? Na ja, gut, das hört man bei uns zurzeit nicht so gerne. Aber wir können uns ja ein eigenes Bild machen, denn Sie haben einen Ihrer Filme mitgebracht. Und ich denke, wir sollten uns mal einen Ausschnitt ansehen. Ja, bitte, ein gerne, Film danke, von Mavekta Gandhi. Ah, hier, sehr stimmungsvoll. Was ist das denn? Ja, in der Filmsprache, man sagt, das ist indische Nacht, Pupu. Ja, und hier gut. Der nächste. Und jetzt ist es indischer Tag. Wunderbar, wunderbar. Ja, ja, ja. Die Leute haben verdient. Ja, Junge, indischer Tag, indischer Nacht, das scheint für Sie sehr witzig zu sein. Warum lachen Sie? Ja, warum nicht? Weil Komödie. Ach so, ja gut. Also mal weg da, wenn das die Zukunft des deutschen Films sein soll, was wir da gerade... Ja, das ist die Zukunft. Ja, das ist die Zukunft. Ja. Und ich habe schon Drehhefte vorbereitet in Indien für deutschen Film. Ah, das sehen wir. Hier, wir sehen jetzt. Erste Drehheft ist... Hier, der Maharaja von St. Pauli. Oder hier, das indische Traumschiff. Aha. Hier, ganz aktuell, unser Guru Dr. Holzpickel. Nein, Dr. Specht. Ja, oder so. Ja. Und hier ist ein Krimi. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich ein Tatort, oder? Nein, Tat ist zu deutsch. In Indisch heißt Meditationsort. Na gut, okay, also wenn das ist, was Ihnen unter guten Filmen unterkommt, was Sie darunter verstehen, dann freuen wir uns erst recht auf die indischen Computerexperten, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, meine Damen und Herren, Mavekta Gandhi. Den Regisseur Helmut Dietl zu Gast bei Nina Rüde, unseren Big Brother Ottmar Zittlau, die fröhliche Lästerrunde beim Tantentratsch und live aus Hollywood, Peter Wuttke. Also, bleiben Sie dran.